herzlich willkommen zu endlich mal wieder einem neuen YouTube-Video von Team Diekmeyer. Ich glaube tatsächlich, ein Jahr ist es her, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Unser letzter Winter-Weihnachtsurlaub, den habe ich gefilmt und seitdem nicht mehr. Wow, ich habe keine Zeit. Ich bin keine gute YouTuberin. Und jetzt ist es soweit. Ich mache hier die letzten Koffer zu, vakuumiere, die Wäsche läuft. Und ja, was soll ich sagen? Es sind jetzt hier mittlerweile schon einige Koffer zusammengekommen. Das hier ist Handgepäck. Hier sind die Malbücher und iPads drin. Ein Koffer mit den Presents und, naja, anderthalb eigentlich. Und der Rest Klamotten. Und jetzt habe ich gedacht, wir haben ja alle so ewig elendig dicke Jacken an, dass ich noch einen Koffer mitnehme, einen kleinen, wo ich nur unsere Jacken drin habe, weil die haben wir ja im Auto und im Flugzeug überhaupt nicht an und müssten dann alle schleppen und da habe ich keine Lust zu. Und weil ich noch einen über habe, wir sind ja 7 Personen, jeder darf einen. Ich habe 4, 5, Valentino hat seinen eigenen und dann ist das hier Nummer 7, wo ich einfach nur unsere dicken Jacken einpacken werde. Und wenn wir aussteigen aus dem Flugzeug, hole ich die raus und ziehe sie an. Moin, Digga. So, dann geht's jetzt los. Man, gut, dass es nicht so kalt ist, weil ich habe die Jacken im Koffer. Da steht unser Transporter. Kann ich? Nee. Mama, wie ein Pferdeanhänger halt auch Transporter, ja. So, dann geht's jetzt gleich los. Von den Hunden müssen wir uns noch verabschieden. Mein süßer Diggi. Mein süßer Diggi. Willst du noch Tschüss sagen? So, meine Süßen. Mutti fährt jetzt in Urlaub, ja? Gleich kommt der Hundesitter. Der schläft hier bei euch. Erst gibt's noch einen Knochen. Diggi weiß genau, wenn ich wegfahre, dass hier seine Knochen drin sind. Nicht? Mach mal Sitz. Mach mal Sitz. Sitzen. Eine Brezel. Guten Appetit. Und Belly kriegt nur ein klein. Kann ja nicht mehr so gut kauen. Nicht? So. Tschüss, mein Hase. Tschüss, mein Hase. Wo ist meine Belly? Komm her, du Mausi. Tschüss, meine Uschi. Licht aus. Nee. Bisschen Licht lasse ich an, ha? So. Jetzt geht's los. Guten Morgen. So, passt noch was rein, oder? Hey, aber gucke, wie abgemessen, ja? Das kann ja nur einer packen, ne? Ja, ja, genau. Hallo, wo seid ihr denn? Hier. Guten Morgen. Der Lani kommt noch. Der kleine rote ist auch ganz leicht, da sind nur die Jacken drin. Warte, die Skihose muss da noch rein. Juhu! Finnair. So, wir haben jetzt über eine Stunde beim Check-in angestanden, haben jetzt die Bäckerei leer gekauft, haben jetzt noch 45 Minuten, bis wir abfliegen. Jetzt setzen wir uns zum Gate und gucken mal, ob wir pünktlich starten. Hier könnt ihr spielen. Wo ist denn das Gate? Ach, hier. Da. Es geht erstmal nach Helsinki. Er landet. Oder?
gelandet. Richtig klein und kuschelig. Der Flieger ist ganz klein. Unser, ja. Reihe 20 und 21. Hallo. 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 Jetzt geht's gleich los. Mama, wir stehen hier immer noch. Ja. Warum fahren wir denn nicht? Eigentlich sollten wir schon seit 5 Minuten in der Luft sein. Warum? Tja, haben wir ein bisschen Verspätung. Aber jetzt geht's gleich los. Die sitzen da noch gar nicht. Wo sind wir jetzt? Im Restaurant. Im Restaurant in Helsinki. Wir sind zwischengelandet. Boah, das liegt hier richtig. Wir sind zwischengelandet in Helsinki. 2,5 Stunden von Frankfurt. Jetzt haben wir 2 Stunden Aufenthalt und im Restaurant. Kannst du sofort? Und dann fliegen wir noch mal 1,5 Stunden zum Weihnachtsmann. Hier ist es jetzt 16 Uhr und es ist schon stockdunkel. Ja, nein. Stockduster. Moin. Moin. So, hier essen wir jetzt. Fußball läuft. Und dann gehen wir wieder ins Flugzeug. Zum Glück müssen wir unsere Koffer. Nein, die Mama redet doch jetzt. Kann ich erhalten? Dann. Zum Glück müssen wir die Koffer nicht nochmal abholen. Und dann morgen gehen wir auf und gehen in die Elfenfabrik. In die Elfenfabrik gehen wir morgen. Mir gut? Ist das schon Rentierfleisch? Oder? Guten Appetit. Nee, das ist noch kein Rentier. Der ganze Flieger ist voll mit Kindern. Da brauchen wir keine Rücksicht nehmen, dass sich unsere auch gut benehmen, weil hier sind mehr Kinder drin als Erwachsene. Ja. Oh oh, alle wollen zum Weihnachtsmann. Juhu. Aber das ist der Pilot. Ich hab dir zu dem Hello gewechselt. Sag Hallo. Bibi, wo fliegen wir jetzt hin? Jetzt fliegen wir zum Weihnachtsmann. Freust du dich? Mhm. Hier ist Mama, es dunkel. Du kannst nichts sehen. Nee. So, wir sind ja clever. Wir haben jetzt hier die Jacken. Dann musst du quasi nicht schleppen. Die Jacken. Nee. Mama lässt ihre drin. Mama ist dick angezogen. Wieder zumachen. Und dann geht's los. Wuhu! Kalt? Ja. Wuhu, wir sind da. Es ist so kalt. Aber es ist so cool. Hier ist einfach alles Schnee, die ganzen Bäume. Und die nette Familie, von denen wir das Haus gemietet haben, von denen haben wir jetzt auch das Auto gemietet. Und die haben uns netterweise auch noch abgeholt. Also es ist richtiger Service. Und jetzt fahren wir in unser Haus, 10 Minuten ungefähr. Und ja, jetzt sind wir eingeschneit. Ja. Juhu!
Also ist hier. Ach, hier kann man die Schuhe hinpacken, okay? Wuhu, mhm. Der Weihnachtsbaum! Keine Geschenke! Aber heute ist ja auch noch nicht Weihnachten. Die Leute, die hier wohnen, sind jetzt weg und wir machen jetzt mal hier einen Rundgang. Die haben uns einen schön geschmückten Baum hingestellt. Hier können wir alle essen. Die haben nämlich auch 4 Kinder, die hier wohnen. Das ist nämlich praktisch. Hier ist das Jungszimmer. Hier schlafen Valentino und Dion. Für Valentino wird das ziemlich schwierig, weil der ja immer lange schläft und Dion nicht lange schläft. Dann gehen wir runter. Du kannst es ja zeigen, aber ich mache das Video. Komm mit, zeig mir dein Bett. Oh, es ist so kalt. Mach mal die Tür zu. Oh, hier schläft Delani. Na klar, Delani passt in das kleine Elfenbett nicht rein. Ja. Wir gucken gleich. Divi, Dalini. Und wo ist Mamas Bett? Delani hat das beste Bett. Delani hat das größte Bett. In das andere passt sie ja nicht rein. Hier ist die Wäschekammer. So, und hier ist Mama und Papas Bett. Huhu. Es ist das erste Mal, dass wir in einem Ferienhaus sind. Ich habe noch nie in einem Bett geschlafen, was eigentlich anderen Menschen gehört. Irgendwie ist es komisch. Naja. So, hier ist die Sauna, hat sie uns gezeigt. Ja, hier muss man die Treppe hoch. Genau. Hier und hier sind die Steine. Genau, und dann hat sie uns gezeigt, dass wir dann nackig hier raus müssen. In den Schnee springen, hat sie gesagt. Nackig. Machen wir das morgen? Ja. Da mache ich aber kein Video von, wenn wir nackig da reinspringen. So, und jetzt muss ich erstmal unsere 800 Koffer auspacken. Aber wir müssen auch noch einkaufen gehen, weil der Kühlschrank ist leer. Wir müssen einkaufen. Perhere Parigi. Pere Paki. Keine Ahnung, was das heißt. Google mal. Hier brauchst du keine Münzen. Valentino ist mit den Kleinen zu Hause geblieben. Und wir müssen. Da passt aber auch nicht viel rein, du. Und wir gehen jetzt erstmal einkaufen. Aber was heißt denn auch? Hier, guck mal, das da ist. Paika ist Behindertenparkplatz. Familienparkplatz. Gucke, da oben dieses Zeichen, wüsste ich jetzt auch nicht, was das sein soll. Na gut, dann ist das ja schon mal für uns genau richtig. Verletz dich nicht. So, mal gucken, was es jetzt hier zum Einkaufen gibt. Wenn wir nicht wissen, was das ist, können wir das auch nicht kaufen. Und das will ich dann auch nicht. Das ist echt schwierig. Hier die Würstchen, wie die aussehen. Hm. Ich glaube, das wird eine Veggie-Woche. Hier ist die Kaiserwursti. Was ist das denn? Die Kaiserwursti. Und die Balkanwurst. Ist Mutter denn? Keine Ahnung. Letti-Joghurt. Da, Joghurti, da oben den ja, habe ich genommen. Genau. Es ist wirklich nicht so einfach. Hier waren wir doch auch eben schon. Ja, weiß ich auch nicht. Tiefkühl. 200. Ich meine Mama. Ich weiß nicht. €250 ärmer. Einkaufswagen voll. Komm, Delani Maus. Und alles in Plastik haben sie hier noch. Ah. Pech. Der Alko hat zu. Der Alko hat zu. Tja, wärst du mal zuerst reingegangen. Du brauchst nicht schon rein, weil dir kalt ist. Du kannst mithelfen, dann wird dir auch warm. Das passt hier nicht alles. Aua! Oh. Hier sind auch die Autos so eingeschneit.
die Kennzeichen, dass man nichts sieht. Hast du dich verarscht oder was? Warum? Da setzt sie sich schon rein. Delani. So, Prisma. Vielen Dank. Babysitter Valentino hat das gut gemacht. Jetzt müssen wir hier mal alles auspacken. Und dann muss ich auch noch mal meine 1800 Koffer auspacken. Wir müssen erst... Da ist Licht. Guck mal. Licht haben wir schon mal gefunden. Jetzt brauchen wir noch Besteck. Hä? Hier sind Tassen. Mach mal Licht an. Hä? Das ist jetzt der Late-Night-Snack, aber hier ist alles leer. Die Löffel, oder? Die Löffel. Gar kein Besteck. Keine Ahnung. Was ist denn das hier? Noch ein Fach. Hä? Hier muss doch irgendwo Besteck sein. Sieht kein Löffel, kein... Dann müsst ihr euer Müsli mit den Händen essen. Ja. Ja. Hä? Was ist denn da unter dem Backofen? Hä? Hä? Jetzt haben wir jedes Fach durch, oder? Da unterm Fernseher? Ja, hier, guck mal, die nicht. Ja. Nee, da war ich auch schon dran. Schade. Vielleicht ist es alles noch dreckig im Geschirrspüler. Also ein Fach da. Ach hier, ich habe ein Messer. Ja, aber wohin gehört die? Hä? Das kann ja nicht. Ihr müsst nochmal überall alle aufmachen. Nee, stopp, wir machen das dann da rein, sonst verliert man das. Also hier. Nein. In diesen Boxen da oben? Nö. Sicher? Das war ja. Da oben. Hier. Nein, das ist der Müll. Ich könnte mit Baguette essen. Hä? Hey, das kann ja nicht sein. Nein. Mama, frag doch mal die Frage. Ja, ich frag die mal. Nein, Gott, du hast doch erstmal alles durch. Nein. Wer es gefunden? Yeah! Nee. Ah, dann ist das hier vielleicht hier auch. Ja. Yay! Valentino hat's gefunden! Juhu! Hier wohnt übrigens der Wichtel. Hier kommt der Wichtel rein. Hier unten habe ich jetzt soweit alles fertig. Nicht schön, aber selten. Unsere Outfits für morgen. Hier von den Mädels habe ich einfach auf die Tische gelegt. Schlafanzüge in die Betten. Dennis Sachen noch. So, Großteil habe ich erledigt. Und die Jungs haben auch ein bisschen was ausgepackt. Wie das Jungs so machen halt, ne? Reingeschmissen. Und jetzt sind die Kinder draußen mit Dennis. Das ist so cool. Ich muss erstmal hier das Chaos beseitigen. Aber ich kann das auch nicht liegen lassen. Und ich habe mir noch was gekauft. Teure, teure Handschuhe, aber mit Wärmefunktion. Was für meine Finger einfach echt ein Segen ist. Ich habe sie getestet und hatte sie zu Hause schon den ganzen Tag an. Wärmepflaster habe ich mir gekauft, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass man schön warm bleibt, nicht? Die werde ich morgen schön benutzen. Ja, du hättest auch die dicken Handschuhe anziehen müssen und du hattest nur ein Stirnband auf. Krass. Das ist richtig krass. Das ist noch hell. Ja. Es ist so kalt. Hey, nein, ist doch voll warm. Hey, du brauchst auch auf jeden Fall eine Mütze. Du hast hier alles in der Kapuze und du kommt rein schnell. Ich und Valentino haben Schnee gegessen. Und hat er geschmeckt? Ja. Ich und Valentino, das war unser Abendbrot. Ja. Jetzt ist gleich Heiligabend. Der Weihnachtsmann war da. Was ist denn hier los? Echt? Thank you.
Weihnachtsmusik. Ja, wo ist die Box? Wo ist deine Box? Du bist DJ. Warte, ich bin ja. Das macht jetzt hier. Das macht jetzt hier. Alle zusammen aufmachen. Wir ja. Und du auch. Und Valentin auch. Und danach machen wir immer die. Genau, die Valentin und alles aufmachen. Da ist ja nicht mehr. Ich glaube, wie das, aber dann. Du kannst damit spielen? Nee. Tino, komm, wir müssen es aufmachen. Eine Karaoke-Maschine, da müssen wir singen. Hol mal die Karaoke. Heute wird gesungen, heute Abend. Und jetzt ich und Bibi. Aber bitte nicht deine Lieder. Was? Was ist das? Hast du gesehen, was in der anderen Tüte drin ist, Janina? Was? In der bunten, die Lade, wo man den Zettel rausfällt. Oha. Oha, das ist ein Aufbau. Was ist das? Zeig mal. Das ist das Schienbeinschoner. Zeig mal, was das andere für ein Foto. Oh. Zeig mal. Was sollte das sein? Ist das geil? Wollen wir die mal gucken, bitte. Warte, dann hast du ja wie Papa welche. Boah, ein Stall. Oh, Valentino, wie ist das für dich? Das ist für mich. Ja, alles aufbauen. Warte, wir müssen nachher alles aufbauen. Ist gut, hier sind die Flammen. Was musst du da? So einfach ändern oder. Ja, okay. Und anpacken. Das ist nur Dekoration. Mama hat auch einen Geschenk. Und das hier ist ein Spiel, das wir heute Abend spielen. Spiel des Lebens. Ja. Das ist perfekt. Ich bin mal dran. Oh, weiter. Mama, war nur das hier. Ja. Ein E-Book. Das ist vom Papa. Aber die sind doch viel zu breit. Nee, ich erkläre dir das. Mama, guck mal. Mami, du sollst das hier hin. Na, muss ich gleich mal gucken. So. Wir haben uns jetzt alle schick gemacht für den Weihnachtsmann. Ein bisschen kalt, weil wir nicht unsere Skisachen anhaben durften, damit es ein schönes Foto wird. Und jetzt gehen wir zum Weihnachtsmann und in die Elfenfabrik. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, was da los ist, wie die Elfen aussehen. Oh, wir rutschen aber. Ich bin so gespannt. Aber ich glaube, Mama, na? Dass die Elfen, also die Ohren, es gibt ja auch so welche, die man so dran kleben kann. Ich glaube, die sind nur dran geklebt. Ich bin gespannt. Wir werden gleich sehen, was in der Elfenfabrik alles passiert. Das ist nicht so kompliziert. Oha, guck mal, was die für ein riesiges Schneemann gebaut haben. Ja. Guck mal, da steht Santa treffen. Meet Santa! Ich werd verrückt.
Scheiß, Mann. Mama, können wir jetzt... Hey, welcome. Hello. Oh, das sieht ja cool aus. Nur Tannenbäume. No, well, I will get my own official elf hat. And here is my teacher. Oh. She has been teaching me all the elf secrets and skills. Yes. So, I'm very happy that there are so many humans who are interested in our school. As you can see, we are here for a kind of test today. It is Christmas Day, so it's a very special day for all of us, but it is a very special day for her. And ready at midnight today. Now it's not finished because I will need your decoration skills. So I would like to ask you to give these very nice small humans things wherever you would like to. Let's make it in the beautiful cookies. Nehmt euch einen raus. Together, but you can take them Divi apart. Ah, you can take them. Und dann müsst ihr das da vorne dran machen. Tricky rugs all around. Take care with the tricky rugs. Take care with the tricky rugs. Yay! Congratulations! Might be that one. Yes. Congratulations! Wir haben es fast geschafft. Gleich sehen wir Santa. So hang up your stockings, put the tinsel on the tree, because Christmas is coming, my dear. Hallo. So, jetzt habe ich mal kurz Zeit, mich zu melden. Das war ein aufregender Tag, so cool. Also gestern Abend angekommen, Koffer ausgepackt, die Kinder waren im Schnee, die Nacht war eine Katastrophe. Dion und Valentino haben hier richtig gut geschlafen. Divi war schon ein bisschen angeschlagen zu Hause und die hat dann heute Nacht Fieber bekommen, hat gehustet wie eine Wilde. Die war zusammen mit Delani und Danina im Zimmer. Dann waren die natürlich alle nacheinander wach. Dann habe ich Divi zu mir geholt, dann war die ewig wach. Habe der Fiebersaft gegeben, Hustensaft, Nasentropfen und die hatte rumgewühlt und es war Horror. Und es ist ja draußen so arschkalt, deswegen sind die Heizungen in den Häusern, glaube ich, einfach so hochgeballert. Und ich will hier auch nichts verstellen. Ich habe geschwitzt und wir schlafen immer mit offenem Fenster. Und es war einfach, ich bin mit Kopfschmerzen aufgewacht. Ich habe vielleicht 2 oder 3 Stunden geschlafen. Aber egal. Dann hat Divi natürlich geschlafen. Die anderen waren wach und haben die Geschenke entdeckt. Wollten unbedingt Geschenke auspacken. Dann habe ich Divi, glaube ich, um 8:30 geweckt. Und um 12 mussten wir auch bei der Weihnachtsmanndorf sein, weil wir dann die Elfenfabrik gebucht hatten. Haben also schön gefrühstückt, haben die Geschenke ausgepackt und ja, waren dann da. War richtig cool. Wir hatten heute natürlich nicht die dicken Skisachen an, weil wir ja ein vernünftiges Foto mit Santa haben wollten. Unglaublich, wir haben 1 Stunde angestanden, was man natürlich macht, weil man ihn treffen will. Dann durfte man nicht filmen, ich habe einmal kurz versucht, durfte man nicht filmen. Ein Fotograf hat ein Foto gemacht und danach sagt der,
ob wir das Foto kaufen wollen. Wir sagen ja. Ja, 50 Euro. 50 Euro für ein Foto mit dem Weihnachtsmann. Macht man aber natürlich, weil wir haben eine Stunde da angestanden. Ich hätte wahrscheinlich auch 100 bezahlt, weil du willst das Foto haben. Du stehst dafür extra an, um mit dem ein Foto zu kriegen. Und dann machen die einfach 50 Euro. Naja, dann haben wir dann auch schnell was gegessen, sind jetzt wieder zu Hause. Die Kinder haben Spiel des Lebens vom Weihnachtsmann bekommen. Das kennen wir alle nicht. Da spielen wir jetzt eine Runde, machen dann nebenbei Essen ganz gemütlich, Abendessen. Und dann wollen die Kinder in die Sauna und nackt in den Schnee springen. Mal gucken, ob wir das machen oder ob dann morgen alle flach liegen. Divi ist natürlich super drauf den ganzen Tag, ohne Saft, ohne alles. Ich hoffe, dass das wirklich nur heute Nacht ein kurzer Schwächeanfall war. Ja, ich würde sagen, wir spielen jetzt mal eine Runde und dann berichte ich später weiter. Ach ja, frohe Weihnachten. Ja, 50 zurück. Wir spielen Spiel des Lebens und wir kochen nebenbei. Der Backofen hier ist irgendwie auch nicht so gut. Fisch und, oh, man sieht gar nichts, Lachs und Kartoffelauflauf. Und für die Kinder gibt es Nudeln und Schnitzel. Das Problem ist nur, dass ich weder Öl noch Letter oder irgendwas habe, um die anzubraten. Jetzt habe ich das mal versucht mit Philadelphia. Das ist das Einzige, was ich habe. Aber es klappt irgendwie nicht so ganz. Schiete, haben wir gestern beim Einkaufen vergessen zu kaufen. Naja, gibt jetzt nicht so ein... Wir haben Geld bekommen. Gibt jetzt nicht so ein Sonder-Mega-Weihnachtsessen. Aber für die Kinder reicht es. Und für die Erwachsenen ist was Leckeres im Backofen. 1250. 1260, 70, 80 und 1300! Wir haben gewonnen! Aber war knapp. War ich nur Zweiter, Dritter, Mama. What? Vierter. Ich bin nur Vierter? Ja. Dalini, was war denn da los bei uns? Ja. Oh Mann. Ich hab was in das Koma gemacht. Ja, du hast gut. Schade. Boah. Fall nicht auf die Nase. 3 Stunden später, voll gefressen, angezogen. Gehen wir mal eine Runde raus, wa? Ich hätte immer eine Hoffnung. Ne? Wir müssen weg von den. Wo ist denn Divya? Ist Divi da bei Delani auf dem Schoß? Wir müssen weg von den Straßen. Ja. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach den Polarlichtern. Mal sehen, ob wir welche finden. Komm hier links, wir müssen bald rein. Aber da ist die Straße. Was machst du? Achtung, Auto. Guten Morgen. Heute ist der erste Weihnachtstag. Immer noch Weihnachten. Nein, wir ziehen heute uns, ist der zweite. Heute ist der, ja, heute ist der zweite Tag Weihnachten, aber der erste Weihnachtsfeiertag. Wir ziehen uns dick an. 2 Hosen, 2 Socken, 8 Pullover. Und dann, was machen wir dann? 8 Pullover. Wo fahren wir hin jetzt? Zu den Rentieren. Yay!
ich freue mich so, ich freue mich so. Ja, so wie auf deinem Pulli. Der Weihnachtsmann auf dem Einhorn. Gehen wir heute zu den Rentieren. So, anziehen, anziehen, anziehen. Es ist einfach gleich 9:30 und immer noch dunkel. Man hat das Gefühl, es wird gar nicht hell, ne? Jetzt geht's gleich los. Wir fahren jetzt mit dem Bus. Wir fahren doch nicht mit den Rentieren, wir fahren nur mit dem Bus. Okay, we are arriving 4 minutes off. Please start shooting back up. And after that, when you get outside the bus, please go next to the bus and I will say which group is going which, in which position. So we can split you up fastly and start today's program in time. Okay. Ja, hier müssen wir einsteigen. Hier müssen wir rein. Bibi auf Mamas Schoß und Papas Schoß. Ich muss nachher mal fragen, warum die keine Hörner haben. Die fallen ab. Die fallen ab oder machen sie die ab? Die sind alle nicht so schnell. Kalt? Ist okay. Mal alle nicht überholt schon einer. Echt? Bibi, was hast du gerade gefragt? Nix. Wann wir hochfliegen, ne? Ja. Ob das echte Rentiere sind, wann wir hochfliegen. Meinst du, wir heben gleich noch ab? Mhm. Da muss man ein bisschen schneller laufen, die wieder. Dann geht das los. Mal gucken, ob wir gleich hochfliegen. Das sieht richtig cool aus, aber das kommt auf der Kamera auch gar nicht so rüber, ne? Man muss einfach hier gewesen sein. Es ist so kalt, die da hinten bleiben immer stehen. Ich weiß nicht, was die für Probleme haben. Ist das dann Essen oder Trinken? Wir fahren hier gleich in den tiefen Schnee rein, dann kommen wir da nicht mehr raus, zum Lümmel. Der ist ja witzig, komm mal hier. Ja, siehst du? Nicht so nah, Dion, nicht so nah. Und nicht so laut. Getting some food for the reindeer, and it will be here in a couple of minutes, and then we can fit it in. Du auch? Ich hab Angst vor dem Geweih. Guck mal, die essen einfach Blätter. Kannst du dir einen nehmen? Thank you. Willst du auch einen nehmen? Oh, der will dich essen. Mach mal ein Foto schnell. In meiner Jackentasche. Wie süß du bist, Reik. Die machen hier Eisfishing.
Hier jagt ein Highlight das nächste. War Dion. Kinder Snowmobil fahren. Wie cool. Ne, die sind nicht schnell, aber für Kinder reicht das. Doch, das hier vorne ist schnell. Naja, es kommt ja darauf an, wie schnell du damit fährst, ne? Wirklich? Cool. Naja, wenn man Angst hat, machen die vielleicht nicht Vollgas. Ah, wie geil! Ja, die wieder macht es richtig. Aber die werden noch drehen, die ganze Zeit den Spieß drehen. Nee, musst du richtig reinhalten. Es dauert einen Moment. Juhu! Divi? Was machst denn du da? Schmeckt das lecker? Hey, du alter Rallye-Fahrer, du hast alle überholt. Wir waren jetzt den ganzen Nachmittag zu Hause und haben uns aufgewärmt von dem spannenden Vormittag. Und jetzt haben wir uns ein bisschen schick gemacht. Immer noch Weihnachten, nicht? Und gehen lecker essen. Mal gucken, was die Google-Bewertung, ob das stimmt. Hier ist ein kleiner Weihnachtsmarkt. Mal gucken. Glühwein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind minus 18 Grad. Hier gibt es nur Lammfell. Nee, hier gibt's eine. Da kauft ihr doch so eine hübsche Mütze. Oder hier, die hier. Mama, wir müssen weiter. Rosso, da vorne. Hübsch ist es hier aber. Guten Morgen, schon wieder der nächste Tag. Wir waren gestern Abend lecker essen, aber es ist einfach so kalt. Ich kann es nur 20 Mal sagen. Wenn man einfach nur schön essen gehen will und nicht die dicke Thermo-Unterwäsche anhat und nicht Mütze, Schal, Handschuh und Thermo Wärmekissen in den Schuhen und in den Handschuhen hat, dann friert man sich einfach den Arsch ab. Man rennt vom Auto ins Restaurant und wieder zurück und drinnen ist es einfach so hoch geheizt. Das ist wie in Dubai andersrum. Da sind die Taxen und die Malls und alle Räume so klimatisiert. Und hier ist die Heizung einfach auf 800 gedreht. Ja, wir haben gestern Abend dann noch gemütlich auf dem Sofa einen Weihnachtsfilm geguckt. Hier ist es ja eine Stunde später, was eigentlich ganz gut ist. So können die Kinder ein bisschen länger wach bleiben und sind es eigentlich doch nicht. Und heute Nacht war Divi wieder ein bisschen wach und hat dann bis um 21:45 hier zu der Zeit geschlafen. Das ist dann bei uns 21:45, aber das ist schon mal eine gute Vorbereitung auf Silvester. Jetzt geht's gleich los, Dennis ist im Gym, der wollte eigentlich draußen laufen gehen, aber bei dem Wetter, ich glaube, da erfrierst du. Das ist auch, glaube ich, nicht gut für die Gesundheit. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der im Centers Gym, heißt es.
Und der kommt gleich und dann gehen wir heute mit den Huskies Schlitten fahren. Und heute ist so ein kleiner Schneesturm. Das heißt, wir werden wahrscheinlich alles ins Gesicht gepfiffen kriegen. Es ist auch wirklich egal, wie dick man sich anzieht. Divi ist halt noch in so einem Alter, wo es echt grenzwertig ist. Also es ist wirklich top hier, wunderschön. Aber jedes Jahr bräuchte ich das nicht. Man hat es jetzt einmal gesehen, so das Weihnachtsmann-Dorf und alles. Und dann ist auch gut. Also Österreich, da reicht mir der Schnee und die Temperaturen auch. Natürlich ist es hier wunderschön, traumhaft, aber für die Kinder, also Divis Alter, ist schon echt noch grenzwertig. Wenn wir Schlitten fahren gehen und der ist kalt, dann liegt die auf dem Schlitten und wird ja noch kälter, hat aber keinen Bock, sich zu bewegen, hat auch gestern kein Foto mit den Rentieren machen wollen, weil ihr so kalt war und jetzt haben alle eins, nur sie nicht und sie ärgert sich natürlich total. Aber in dem Moment versteht sie es halt nicht, dass es jetzt noch 5 Minuten kalt ist und dann wird es warm. Alle anderen sagen auch, mir ist kalt, aber Divi heult dann halt die ganze Zeit, mir ist so kalt, mir ist so kalt. Was ich ja verstehen kann, weil mir ist auch kalt. Aber ja, also das Alter ist dann halt schon, desto älter die sind, desto einfacher ist es halt. Jetzt werde ich gleich wieder 8 Lagen anziehen. Alle Thermo-Unterhosen, alle Thermosocken, alle Wärmedinger, die ich habe, werde ich den Kindern irgendwo hinkleben. Aber es ist einfach, der Körper ist gar nicht so kalt. Es sind einfach die Hände und die Füße. Ja, ich bin gespannt auf diese Husky-Fahrt gleich. Das wird bestimmt richtig cool. Dann haben wir heute Abend auch ein richtig cooles Restaurant in so einem Glas-Iglu. Wir hoffen auch, dass wir diese Polarlichter mal sehen. Aber da muss es halt ganz klarer Himmel für sein. Und man muss außerhalb einer Stadt sein, wo nicht so viele Lampen an sind, dass man die klar sieht. Vielleicht fahren wir heute nochmal irgendwo hin. Den Tag haben wir sie zu Fuß gesucht, aber das war dann halt einfach zu kalt mal wieder. Vielleicht fahren wir mit dem Auto irgendwo hin und wenn wir sie gesehen haben, steigen wir aus. Wer kommt denn da? Der Weihnachtsmann. Genau, die ersten kommen zum Anziehen. Hallo. Hallo. Und dann geht's jetzt gleich mal los. Heute ist es nicht so kalt. Gestern hatten wir minus 20 Grad. Heute haben wir nur minus 5 Grad. Trotzdem sind wir dick eingepackt. Mal sehen, ob wir heute wieder so frieren wie gestern bei den Huskies. Jetzt fahren wir ein bisschen raus in den Wald zur Husky Farm. Wow, die sehen gar nicht aus wie die Huskies, die ich im Kopf hatte. Nicht anfassen. Nicht anfassen. Hallo, ihr Süßen. Achtung. Nee, der sieht nicht aus wie die Huskies bei uns, ne? Ah doch, der eine hier vorne. Hallo, ihr Süßen. Seid ihr schon aufgeregt? Jetzt geht's gleich los. Yay! Okay, Papa ist der Schlittenführer. Und Valentino ist der Schlitten. Oh, oh, oh. Die und ich muss nach hinten. Valentino muss hinten drauf. Die wissen, dass es jetzt losgeht. Hallo, du Süßer! Ich warte einfach ein bisschen auf die Warte treten. Okay. Der ist ganz aufgeregt, der will jetzt losrennen. Das kommt, fahr mal ein bisschen. Wally ist gut zu seinen Hunden, der hilft dir.
Fällen. Weil er mit den Füßen mitmacht. So. Mama? Ja? Auch nee. Und dann ist Bella. Ja, Valentino! Ich bin fast runtergefallen. Bitte nicht! Da sind wir los! Ist dir warm, hä? Ja. Aber sie haben 6 Stunden. Ja? 6 Stunden. Weil Dennis so dick ist. Ja. Valentino gibt alles. Alles klar? Nee. Ah! Oh, Entschuldigung. Aua! Aua! Ich will dein Ding hochziehen. Aua! So, mach hoch. Ich glaube, Dexter hätte mehr bereit. Dexter wäre auch mitgelaufen. Ist es kalt für euch, oder? Das geht, aber meine Augen tränen vom Wind die ganze Zeit. Bei mir ist es wichtig. Bei dir ist es warm. Eine Jacke hat Valentino schon ausgezogen. Wie war das? Ja, aber vorsichtig. Ha? Wie war das? Das war cool, war die nie? Das war eine Mega-Erfahrung. Das war echt cool. Richtig cool. Didi, willst du auch mal streicheln? Hallo! Gut, ja, Pill. Der ist der Markus, der ist vorhin die ganze Zeit auf mich gesprungen. Da ist noch ein Foto. Der ist ja, ich will auch noch ein Foto machen mit denen. They can go, when they go now again. How long they can do it? Well, it always depends how you train them to run. These guys, they can keep going even like 100 kilometers a day. Okay. But normal safari dogs, they are running maybe some 40 okay, kilometers okay. per day, and that's enough for them. Laufen die jetzt nochmal? Ja, guck mal, jetzt kommt die andere Gruppe, jetzt laufen die nochmal und wir gehen wieder rein. Das sind die Schlafboxen von denen. Hier schlafen die drin. Ja, damit es schön kuschelig ist. Guck mal, überleg mal, wie so ein... Nee, wir können Dicky auch so eine Hütte rausstellen. Der freut sich, wenn er nicht mehr ins Bett darf, sondern in die Hütte. Das war so cool, oder? Das war richtig cool. Wir haben uns jetzt wieder kurz aufgewärmt. Es ist kalt, es ist windig heute. Heute ist es 10 Grad wärmer als gestern. Ich weiß gar nicht, ob man mich hört, weil es so windig ist. Und das war für die Huskies heute schon fast zu warm, haben die uns eben erklärt. Krass. Ja, heute ist nur der Wind super eklig. Und wir haben es jetzt wieder 15 Uhr und duster. Auf meiner Kamera sieht es heller aus, als es wirklich ist. Ja, das war so cool. Das war so cool. Das war eigentlich noch geiler als die Rentiere. Weil es halt abging mit Speed. Aber es war alles cool. Es ist alles so cool. Ja, jetzt gehen wir heute Abend richtig cool essen. Mal gucken, was wir jetzt noch machen. Die Huskies kläffen immer noch. Jetzt kommt der Bus und holt uns wieder ab. Fährt uns zum Santa Claus Village. Mal gucken, was wir dann noch machen. Um 6 gehen wir essen. Oh, dir ist kalt. Dir kann gar nicht immer kalt sein. Du bist so dick eingepackt. Handschuhe hast du nicht an. Deine Hände sind vielleicht kalt. Jetzt waren wir zu sehr auf Instagram unterwegs. Jetzt haben wir gar nicht hier gefilmt, wie schön das hier ist.
Das ist so schade. Wir machen nochmal mit ihr Erdkundenunterricht. Und unseren leckeren Nachtisch haben wir auch gar nicht gesehen. Ja, aber zeig mir unser Iglo. Ja, aber das sieht jetzt schon verwüstet aus, weil wir schon hier drin gewohnt haben. Ja, aber kannst du ja sagen, die Leute, die hierher fliehen, die sollen her. Oh, vielen Dank. Also ich muss sagen, so das Weihnachtsmanndorf, das lohnt sich extrem. Ja, wie lange nimmst du die Hunde? Und Rentiere fahren. Ja, Rentiere. Nee, Huskies. Ja, und ja, Huskies, Huskies, beides. Huskies ist noch besser. Ja, ja. Huskies ist noch besser, aber Rentiere ist schon eine Erfahrung. Juhu! Warum kommt jetzt alle hier hin? Ja, Huskies ist besser. Ja, Huskies ist cooler, aber Rentiere. Huskies gibt es ja auch bei uns. Rentiere kennt ja keiner. Aber habt ihr den Unterschied vorhin kennengelernt? Das hier sind Alaska-Huskies. Der Eigentümer vom Haus oder die Familie, die haben so ein Snowmobil. Oh, die Tür quietscht ja nur ein bisschen. Und die haben uns jetzt heute den Schlüssel und Helme vorbeigebracht. Und jetzt fährt Dennis eine Runde mit denen. Ich muss erstmal aus meinem Weihnachtskleid raus. Und dann gehe ich bestimmt auch mal gucken. Ha, Levi! Okay. Macht der Spaß? Ja. Macht der Spaß, Lili? Ja. Und der Lani fährt immer so. Ich bin gespannt, wie die wieder aus dem Bandier rauskommt. Die lacht. Oh-oh. Oh-oh. Zu viel Schnee. Das ist, wenn du einmal vom Weg abkommst und in den dicken Schnee reinfährst. Bist du tot? Nee, bist du nicht tot. Du musst halt aufstehen und schieben. Die hat so viel Schoko gegessen. Ah, rückwärts! Ja, du musst auch schieben, Elani. Drücken, drücken. Lass mich das mal machen. Ja, ja, warte, warte, ich fahr zurück. Komm, Dion, du schaffst das. Abschlepper. Party ist der Abschlepper. Dion, geh mal an die Seite. Dion, geh mal an die Seite. Geh mal an die Seite, der will genau da lang fahren. Wir sind wieder drin, es reicht. Und Valentino fährt natürlich noch die ganze Nacht durch. Doch, eigentlich reicht es, weil ihr wollt alle fahren und Papa kann schon nicht mehr. Ja. Und Vali ist gerade, schau. Boah. Der heizt jetzt hier lang. Was? Aber jetzt hat er es raus mit der Kurve, gucke. Übung macht den Meister, sagt man. Ne? Jetzt schafft er es, auf der Straße zu wenden. Ui, das war knapp. So ist er gerade hingefallen. Na, solange er sich nicht verletzt, ist ja gut, ne? Aber das ist anstrengend. Macht er eine Pause und dann geht er wieder raus. Macht er die ganze Zeit. Heute gehen wir in die Snowman World, also in die Schneemann-Welt. Da kann man Schlittschuh fahren und viele coole Sachen machen. Mal gucken, wie das da drin ist. Hä? Was ist eine Eisrutsche?
Oh, cool. Da kannst du die nehmen. Da kannst du einfach alleine rutschen. Okay. Na komm, wir gucken mal. Hey, wie cool. Juhu. Ihr müsst da weggehen schnell. Okay, Divi. Weil da steht nicht anfassen. Guck mal, hier ist ein Schneemann. Kommt mal hier lang. Wuhu, wie cool ist das denn? Los, nehmt euch so ein Ding und geht hoch. Restaurant und eine Eisbar. Hey, wie cool. Wie cool das aussieht. Snow Restaurant. Hier hätten wir abends auch essen gehen können, aber ich habe gedacht, da habe ich keinen Bock, hier zu frieren. Aber wie cool. Aber beim Essen frieren finde ich nicht so spannend. Richtig cool. Wow. Didi hat sich einen Erdbeerdrink ausgesucht für 6 Euro. Das ist wie ein Shot. Stolze Preise haben die hier. Aber gute Musik. Man kann ja nicht alles haben, ne? Ne, Didi? Man kann ja nicht alles haben, ne? Was willst du? Ist kalt, ne? Ja. Hier ist der Eingang. Links steht da. Valentino! Ach ne, hier. Also ja, das war der Pfeil auf die Tür hier. Komm, Valentino! Wir gehen hier weg! Ah, oh, Mann! So kann ich nicht hier. Ne, da passen wir nicht durch, Dion. Das ist nicht der richtige Weg. Dion, warte, ich kann nicht. Es gibt einen Weg für Dünne und einen Weg für Dicke. Hier lang, Divi, hier lang, hier lang, hier lang. Wir müssen auf die Kleinen aufpassen, dass wir die hier drin nicht verlieren. Hier bei mir. Der ist da nicht durchgepasst, wo du lang gegangen bist. Are you hungry? There she is. Yes. Ich glaube, der Eingang ist auch wieder der Ausgang, oder? Aber weißt du, der Lina tut deine Hand auf. Hier, ihr müsst mal hier, weil das hier ist der Arctic Circle. Das ist der nördlichste Polarkreis, heißt das. Wenn man da drüber geht, ist man über den Polarkreis gegangen. Worüber? Über diese Dinger hier. Wenn du hier, hier einfach Arctic Circle. Wenn du hier jetzt dran vorbeigehst, bist du schon drüber. Hier fühlst du dich anders als da drüben, ne? Ja. Hier ist es auch gleich viel kälter. Oder ist es da drüben kälter? Musst du von der Richtung in die Richtung gehen oder musst du von der.
Ach so. Na gut, aber wir haben es mal gemacht. Wie ist das da drüben? Windig. Ja. Und Papa steht genau in der Mitte. Hallo. So, der letzte Abend ist da. Wir haben es wirklich voll ausgekostet, voll genossen. Ich kann es wirklich jedem empfehlen. Ich habe mich gerade hier eingecremt. Ich glänze hier eine Speckschwarte. Ich kann es jedem empfehlen, der wirklich auf den Weihnachtsmann steht, auf Schnee, auf alles. Es ist wirklich ein Traum hier. Ich habe jetzt die Kinder geduscht, zwei Maschinen Wäsche gewaschen. Ich glaube, drei Koffer habe ich schon fertig. Und ja, ich muss sagen, es reicht jetzt auch. Man hat jetzt eigentlich alles gesehen, was es hier so an Aktivitäten gibt. Klar kannst du jetzt noch 8-mal Schlitten fahren und noch 8-mal dies und das machen, aber es reicht. Wir haben alles gesehen, gemacht, bezahlt. Es ist wirklich teuer, teuer, teuer. Jede Pizza, die du mittags essen willst, kostet viel Geld, weil die es hier natürlich echt von den Armen, von den Toten holen, weil sie einfach wissen, man bezahlt, weil du hier nichts anderes hast. Und es war aber wirklich richtig cool. Wir haben diese Villa ja hier gehabt, wollten erst ins Hotel. Ich weiß gar nicht, ob ich schon erzählt habe. Sind aber jetzt froh, dass wir das gemacht haben, obwohl es für mich am Anfang echt spooky war, in einem fremden, also in einem Bett von jemandem zu schlafen. Aber jetzt im Nachhinein war das echt Gold wert. Die waren super nett, haben uns echt geholfen, uns auch ein paar Tipps gegeben mit Restaurants und allem Pipapo. Die Husky-Tour war echt mega. Das werde ich immer in Erinnerung haben. Diese Hunde waren so lieb und zutraulich. Ich hatte natürlich Leckerlis von Dexter in der Tasche und Bella. Und die haben das geschnuppert und ich durfte sie ihnen geben. Und die waren einfach so lieb und so süß. Die Rentiere waren ein bisschen spooky mit ihrem Geweih. Man hat sich nicht so getraut, daneben zu stellen, weil man dachte, wenn der jetzt ausholt, dann hast du es im Kopf stecken. Aber auch da war es eine mega Erfahrung. Es war der beste Tag. Es war arschkalt. Ich glaube, wir hatten minus 20, 22 Grad an dem Tag. Aber es war Sonnenschein und es war blauer Himmel und es war echt richtig schön. Divi hat immer zwischendurch gefragt, wann wir abheben mit dem Schlitten, weil sie das ja von den Weihnachtsfilmen vom Weihnachtsmann kennt, dass der irgendwann losfliegt. Sind wir aber nicht, deswegen fand sie es nicht so cool. Es war ihr dann auch echt zu kalt. An dem Tag war es wirklich kalt, kalt, kalt. Einen Tag später bei den Huskies war es nicht so kalt. Da hatten wir nur minus 10, minus 15 Grad. Das war dann schon fast zu warm für die Hunde. Also richtig krass, diese ja, andere Länder, andere Sitten und Erfahrungen, aber es war echt toll, 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 toll. Ich kann es nur empfehlen, aber ja, es reicht jetzt auch nach 5 Tagen. Man hat alles gesehen, man hat alles bestaunt. Wir fahren heute Abend nochmal los, glaube ich, hoffe ich, und hoffen, dass wir Polarlichter sehen. Das ist so ein bisschen tricky, weil die kommen nur nachts und die kommen nur außerhalb von Ortschaften, wo keine Lichter sind. Und die kommen halt nur, wenn klarer Himmel ist und diese ganzen Sachen müssen zusammenkommen. Das ist bisher nicht passiert. Wir gucken mal, wir gucken mal. Und ja, morgen geht's zum Flughafen und nach Hause. Dann sind wir einen Tag zu Hause und dann geht's wieder weiter los über Silvester. Und ja, was soll ich sagen? Es war echt schön. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ein bisschen filme ich natürlich noch. Und dann packe ich jetzt mal weiter und genieße den letzten Abend in der Kälte. So, bis morgen. Guten Morgen. Der letzte Tag ist da. Die Kinder sind mit Dennis nochmal draußen eine Runde Schneemobil fahren. Ich packe den letzten Babel zusammen. Und dann geht es um 12 für uns zum Flughafen. Da müssen wir wieder einmal umsteigen und dann sind wir heute Abend um 6:30 in Frankfurt. Gestern Abend wollten wir los, Polarlichter sehen, aber ich habe mir extra eine App runtergeladen. Und da war die Wahrscheinlichkeit bei, ich glaube, 2%, dass wir sie sehen. Es ist echt ärgerlich, dass wir die nicht gesehen haben. Das hat noch gefehlt zum perfekten, perfekten Urlaub, dass man dieses Naturspektakel einmal miterlebt. Aber egal, wir hatten trotzdem eine schöne Zeit. Die Kinder haben hier draußen noch Spaß. Ich muss aber gleich die Schneesachen mit einpacken, deswegen geht das auch nicht so lange. Und dann geht es zurück. Das Schleich muss ich jetzt noch abbauen. Mal gucken, wie ich das alles eingepackt kriege. Und dann geht's los zu meinen Wuffis. Da freue ich mich schon drauf. Koffer sind gepackt und stehen bereit. Und gleich geht's los. Nur Walli muss noch packen.
Weil ich nur ist immer eher auf den letzten Drücker dran. Macht nichts. 10 Minuten geht's los. Koffer werden verladen. Und dann ist der schöne Winterurlaub schon wieder vorbei. Vielleicht kommen wir ja noch mal wieder. Jetzt geht der erste Flieger nach Hause. Nach Helsinki. Papa hat schon Reiseproviant hier. Und jetzt geht's gleich los. We have a full flight today, so kindly store your carry-on baggage under. Jetzt sind wir wieder in Helsinki zwischengelandet. Eine Stunde Aufenthalt. Und dann geht's nach Frankfurt. Kurzes Austoben. Oder auch nicht. Endspurt. 2,5 Stunden. Dann in der Hitze. Wie sagt man Tschüss auf Finnisch? Hey ho! Hey, 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 hat die gesagt. Hey, hey. Hey, hey. Wir sind da. Wir sind wieder in Germany. Zu Hause, wieder zu Hause bei den Puppis. Und hier ist mein Puppi. Wo ist meine Belly? Wo ist meine Belly? Oh. Belly. Und wer packt die ganzen Koffer aus? Ich. Dion sucht sein Spiel. Sein FIFA-Spiel. Oh oh, jetzt muss ich alles auspacken. Hallo Belly. Wenn alle ihre Weihnachtsgeschenke sofort haben wollen und ich doch anfange, direkt auszupacken, damit sie alle alles kriegen. Ich guck doch erstmal in mein Zimmer. Und hier läuft das neue Spiel. Noch 9 Minuten. Geht das? Und die Wäsche mache ich aber erst morgen. Und dann ist wirklich Schicht im Schacht für heute. Es war erst 9, aber mir reicht's. Hallo. Oh, ich bin fertig. Heute Nacht hat es mich erwischt. Die ganze Zeit im Urlaub waren ja die Kinder befallen. Und ich glaube, ich wurde einfach zu oft angehustet und angenießt. Jetzt fühle ich mich richtig krank. Ich glaube, der Flug kam gestern einfach noch hinzu. Die Klimaanlagen da. Also ich bin ein bisschen K.O. Nützt aber nichts. Ich habe Wäsche zu waschen, ich habe Koffer auszupacken und wieder ein. Weil morgen früh geht's wieder los. Und ich freue mich, ich bin gespannt. Das Wetter hier ist angenehm mild. Ich war ohne Jacke draußen und dachte, ach, wie schön. Also Fazit vom Urlaub, es war wirklich arschkalt. Wirklich, wirklich arschkalt. Aber es war ein Traum. Es war perfekt mit den Kindern in dem Alter. Wie ich ja schon gesagt habe, Divi war ein bisschen jung, klein. Aber es war einfach mega. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Alle Weihnachtsfreaks, alle Familien müssen da mal gewesen sein. Ja, ich hoffe, mein kleiner Eindruck hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr liked das Video. Ich hoffe, ihr, keine Ahnung, was man so tut, tut's einfach. Unterstützt mich, wenn ich das hier ein bisschen tue und begleite. Es ist nicht perfekt. Ich bin keine perfekte YouTuberin oder Vloggerin oder wie man das sagt. Es ist mit den Kindern immer ein bisschen schwierig, aber ich hoffe... Ach, meine Lippen sind noch ganz aufgerissen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr kommentiert fleißig und sagt mir, wie es euch gefallen hat. Und ja, mal sehen, wann wieder eins kommt. Wir fahren morgen ins Disneyland. Ich weiß nicht, ob ich da schon wieder eins mache, aber mal gucken. Ich glaube, ich packe die Kamera mal ein. Und ja, ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr 2023.